Hallo liebe Mafiosi, willkommen am Mafia Mittwoch. Am heutigen wunderschönen Mittwoch. Ja, ich hatte euch beim letzten Mal von meinem Dilemma erzählt in von der Morello-Mission mit dem unsichtbaren Mann. Ich will die auch heute gar nicht probieren, weil mir es zu viel Nerven kostet. Ich will trotzdem die New Ark-Mission heute spielen. Wo die sind, konnte ich euch beim letzten Mal schon zeigen. Und was man da machen muss und wie die zu lösen sind, das zeige ich euch jetzt. Zuerst, denke ich mal, machen wir die Mission am Krankenhaus. Das ist eine Mission, muss ich sagen, die ich nicht wirklich verstehe. Da bin ich ganz ehrlich. Die ist irgendwie. Die fühlt sich random an. Ich weiß aber, wie sie zu lösen ist. Oder am besten zu lösen ist, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich brauchen werde. Ob ich es mit einem schaffe, es wäre natürlich genial. Guck mal, der Tank ist fast leer von dem Auto. Werden wir aber nicht lange fahren. Nur zum Krankenhaus, weil mehr brauchen wir es nicht. Genau, was wollte ich jetzt noch weiter erzählen? Ja, also das. Op. Die Mission, wie gesagt, die fühlt sich ein bisschen random an. Es geht darum, dass wir ein Auto bekommen, mit diesem Auto über die Brücke fahren müssen. Und dort explodieren irgendwie Minen oder so. Kein Plan, was das sein soll. Irgendwas explodiert auf der Brücke. Und ja, wenn unser Auto getroffen wird, dann können wir halt nicht mehr damit fahren. So, der Trick ist, so weit rechts wie möglich zu fahren. Sprich, halt auch schon auf dem Bürgersteig, der dort ist. Klappt aber auch nicht immer. Das ist, deswegen, für mich ist das eher so ein Zufallsprodukt. Aber wir werden es ausprobieren und auch erfolgreich gestalten. So, das ist das. Dieses, wie heißen die? Ace Bolt? Nee. Ace Forder? Weiß ich gerade gar nicht. Bring den Wagen zum zugewiesenen Platz. Bolt Ace Coupé. Okay. Coupé. Okay. Also. Das ist halt eins der ganz ersten Autos, die man fahren kann. Wir machen das Tachometer rein. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie es besser funktioniert, wenn es drin ist. Keine Ahnung, ob ich mir einbilde. Und werden sehen, dass jetzt gleich hier schon die Explosionen beginnen. Wir fahren hier erstmal an der Rampe vorbei. Ja, und dann jetzt hier direkt hier lang. Und schon steht das Auto. Ne, schon, also das ist halt. Irgendwie komisch. Soll aber halt tatsächlich am besten funktionieren, wenn man da rechts am Rand fährt. Gut, das wollte ich euch gezeigt haben, was das Level von uns oder die Mission von uns verlangt. Und ja, ich werde wieder reinschalten, sobald es funktioniert hat. Ja, das hier ist Versuch Nummer 4. Ich muss aber sagen, dass ich gerade irgendwie einen unglücklichen Versuch hatte. Ich bin gerade. Ich konnte fahren. Das Auto war in Bewegung, aber trotzdem hat das Spiel dann die Mission abgebrochen und meinte, nö, ist nicht. Wobei ich noch aktiv in Bewegung war. Also es war nicht so, dass ich ausgerollt habe oder so. Also, ich bin mir recht sicher, dass man. Wir hatten das ja jetzt oft, öfter vorhin. Sieht gut aus, es sieht gut aus. Ja, ich hab's geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim ersten Video auch hatte. Ich glaube nicht, weil da habe ich direkt das Tachometer. Hä? Leute, das verstehe ich nicht. Ich lasse das jetzt drin. Also das schneide ich jetzt rein. Weil das verstehe ich nicht. Wieso? Ach, war ich außerhalb der Zeit?
War die Zeit schon um? Habe ich deswegen verloren? Boah, ich weiß es nicht. Es kann sein. Also was anderes kann es ja nicht sein. Ich war ja wieder. Ich bin gefahren. Ihr habt es doch gesehen. Ja, jedenfalls, wenn ich jetzt schneller werde als 60, bremst das Auto abrupt ab und wird dann halt extremst langsam. Weswegen man das Tachometer einstellen sollte und auf 60 bleiben sollte. Okay. Ja, dann jetzt werde ich wieder schneiden und den erfolgreichen Versuch ranmachen. Aber das wollte ich euch jetzt zeigen. Also das war ja jetzt wirklich komplett dämlich. Versuch Nummer 6. Ich verstehe die Mission nicht. Das ist so random, ob das Auto stehen bleibt, wann die Bomben explodieren oder so, keine Ahnung. Zumindest fühlt sich das so an. Ich habe doch noch nie ein System drin entdecken können. Ey. So, meine Taktik war gerade, nicht 60 zu fahren, sondern da drunter zu bleiben. Ich war auf 45. Und jetzt sieht's doch gut aus. Das Auto bleibt gleich stehen. Ich kann nicht mehr beschleunigen. Aber ich hab's geschafft, Mann! Ach, Leute. Ich hätte jetzt gar nicht cutten müssen. Der letzte Cut war unnötig. Das war nämlich jetzt direkt der Versuch danach. Sehr schön. So, jetzt haben wir endlich unseren Panzer. Mit dem wir hier locker drüber fahren können, ohne dass uns was passiert. Aber mit dem wir nicht schneller fahren können als 60 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schnell er ist. Der ist auf jeden Fall nicht so schnell. Ja, da steht immer noch die Bahn, ne? Die Bahnen stehen immer noch da. Leute, warum stehen die Bahnen da? Ich sollte vielleicht mal ehrlich die ganzen Bahnen abfahren, die Strecke abfahren und gucken, ob irgendwo ein Auto abbiegen wollte und in eine Bahn reingefahren ist und die sich da jetzt verkeilt haben und die nicht mehr vor und zurück können. Das kann ich mir vorstellen. Also das wäre natürlich. Allein die Vorstellung regt mich gerade extrem auf. Aber was hat das für Auswirkungen auf das, auf den Zug? Das ist doch unabhängig. Keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es dieselbe Programmierung hat. Und dass die immer gleich fahren. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie sich das halt darauf auswirken sollte. Oh, es ist ja ein Eisenbahnnetz, das durch die ganze Stadt führt. Das heißt, es kann ja tatsächlich sein, dass irgendwo ein Unfall geschehen ist und die Bahnen jetzt alle nicht mehr fahren. Und man sieht ja auch, die halten immer den gleichen Abstand zueinander. Ich verstehe es nicht. Aber andersrum. Es gibt hier auch Orte, wie jetzt der hier, wo keine Bahnen stehen. Warum steht jetzt hier zum Beispiel keine Bahn? Keine Ahnung. Oh Mann. Zum Glück habe ich einen Panzer, mir kann nichts passieren.
Ich ramme hier einfach alle weg. Verpiss dich. Gucken, wenn mir jetzt gleich ein Auto vor entgegenkommt. Ne, entgegen nicht, aber der hier kann auch mal weg. Ah, da kommt mir einer entgegen, aber der ist ein bisschen zu weit weg noch. Ich muss hier abbiegen. So. Den stellen wir mal. Ah, den werde ich, glaube ich, nie fahren. Das ist der, der sich vor den, hinter den Sonnenschirm hinstellen darf. Ja, den stelle ich nicht zurück. Den lasse ich jetzt hier. Black Metal 4WD. Aber Hauptsache, er passt sogar durch diese Lücke. Es ist ja fabelös. Hauptsache, ich fahre gerade gegen den Sonnenschirm. Und er kippt nicht um. Ist der einbetoniert oder was? Ich konnte die ganzen Autos da wegrammen. Oh mein Gott, guckt euch diese Idioten an. Guckt euch diese Idiots an. Das Spiel ist aber echt zu dumm, um mal rückwärts zu fahren, ne? Hier, ich helfe euch. Ich will. Wow, du hast eine Waffe. Warte mal. Ich will dich verprügeln. Ich will keine Munition verschwenden und will deine Waffe nämlich haben. Und sollte ich was abbekommen, habe ich ja ein Erste-Hilfe-Kit. Ey. Lass die Waffe los, dann lasse ich dich leben. Ey! Oh Gott, lass doch deine Waffe los! Oder bleib stehen! Ach, bist du ein Idiot. Könnte natürlich jetzt einen Schuss abgeben. Dann hätte ich eine Munition verbraucht für viel Munition. Aber ich habe es ja auch so geschafft. Wie viel Munition habe ich denn? Ach ja. Fabelös. Ja, tut mir wirklich leid für dich. Aber du hättest dich nicht mit mir anlegen dürfen. Gib mir einfach dein Kackauto und du überlebst. Oder baue nicht hier diesen Unfall. Hätte ich ein Auto gar nicht gab, genommen. So, was machen wir jetzt? Ab nach Central Isle. Ach, nach. Oh, bin ich dumm? Wie heißt denn der Kack-Stadtteil jetzt? Ich habe doch den Namen jetzt tausendmal schon gesagt gerade. Alter, mir fällt der Name nicht ein. Das ist gerade eine. Das ist jetzt ein Blackout von mir. New Ark. Oh Gott. Ich hab die ganze Zeit. Ja. New, genau. Das habe ich vergessen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass irgendwas mit A beginnt. Stimmt ja auch. Ark, aber. New Ark. So, da gab es eine zweite Mission noch. Oder eigentlich eine dritte. So, die finden wir jetzt hier unten bei der Brücke. Die Aufgabe besteht darin, wenn ich mich jetzt nicht mit den Missionen verwechsle. Hoppala, hoppala. Wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre und auf seinen Kopf, dann wäre es gar nicht gut. Dann wäre der tot. Ne, Moment mal, ich brauche das Auto. Oder irgendein Auto. Ach, der biegt ab. Schade, das Auto hätte ich gern gehabt. Der biegt auch ab. Ah, oh, nein, das kriege ich auch nicht mehr.
Die Mission besteht darin. Will er mich jetzt auch attackieren? Nee. Die Taxis zu versenken. So, erstmal hier schön drehen. Und jetzt nehmen wir die Mission an. So, willkommen zurück, liebe Mafiosi. Es haben sich bei mir zwei Probleme ergeben. Problem Nummer eins, das habt ihr wahrscheinlich vorhin mitbekommen im Video, der Ingame-Sound war irgendwie ausgestellt. Ich weiß nicht, woran es. Also, ich hatte Sound auf den Ohren, aber OBS hat den Ingame-Sound irgendwie nicht mit aufgenommen. Was ziemlich verwirrend ist. Ich weiß nicht, woran es lag, aber. Okay, ist halt so. Da sage ich gleich noch weitere Sachen zu. Zuerst mein Problem Nummer 2. Ich habe irgendwie vergessen aufzunehmen beim letzten Mal. Ich habe das die Mission durchgespielt und ja, wollte jetzt schneiden. Und habe dann gesehen, ja, mir fehlt die Hälfte der Datei. Ich habe nicht aufgenommen. Konnte die Mission aber nicht nochmal spielen, weil ich sie ja schon gespielt habe und dann gespeichert habe. Was sehr ärgerlich war. Das heißt, ich musste einen neuen Spielstand anlegen. Und dann, ja, jetzt, das ist jetzt ein neuer Spielstand von mir, in dem ich jetzt einfach nur schnell diese Mission nochmal mache, um euch die zu zeigen. Deswegen jetzt nicht wundern, wenn ihr nachher bei mir in der Garage keine Autos seht, die wir eigentlich schon bekommen haben. In meinem regulären Spielstand, das wo ich jetzt auch immer aufgenommen habe, ist das natürlich schon da, weil wie gesagt, ich habe das ja schon durchgespielt. Ja, zum Problem Nummer 1 nochmal zurück. Mir ist dann aufgefallen, dass mehrere Videodateien von mir keinen Ton haben. Betrifft jetzt nicht nur Mafia, sondern halt auch, ich glaube, noch drei weitere Videos. Wenn ich mich nicht vertue, ein Video bei Fez und zwei This War of Mine Videos. Die werde ich trotzdem hochladen, weil sonst die ganzen Zusammenhänge ja fehlen. Wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn das letzte, was ihr gesehen habt bei This War of Mine, meinetwegen Tag 2 ist. So, dann nehme ich weiter auf und habe keine Audio. Und wenn ich mich dann entscheiden würde, die restlichen Tage nicht zu zeigen, ja, dann bin ich dann plötzlich irgendwann an Tag 8 und ihr habt die ganzen Zwischentage nicht. Das ist irgendwie blöd. Deswegen werde ich die auch hochladen ohne Audiospur. Also ich bin zu hören, das Mikrofon hat normal funktioniert, nur halt irgendwie Desktop-Audio nicht. Was halt schade ist, weil das macht halt schon wirklich viel für die Atmosphäre. Aber wie gesagt, ich will euch ja keine Informationen vorenthalten. Deswegen lade ich alles mit hoch. Wird allerdings noch dauern, bis das kommt, weil das ist mir passiert. Ich habe mir den Story-Modus gekauft von This War of Mine. Und im Story-Modus ist mir das dann passiert. Und soweit sind wir ja noch gar nicht. Ich produziere etwas vor. Also zumindest bei This War of Mine produziere ich vor. Mafia nehme ich eigentlich immer neu auf. So, wollen wir uns jetzt aber mal dieser Mission jetzt, diese Mission anschauen. Wir haben die Mission deaktiviere in den Taxis. Moment mal, nee, nee. Klar, Moment, ich mach sofort weiter. Ich habe gerade nur Zeitdruck. Anders. Hoppala. Deaktiviere die Bomben in den Taxis, indem du sie versenkst. Die Schwierigkeit. Oh, jetzt will der mich hier noch verprügeln. Nee, nee, nee. Die Schwierigkeit in der Mission ist. Dass wir kein X auf der Karte haben. Sondern.
Hoppala, da ist er ja schon. Ach, Mann, ey. Du tust so, als hätte ich viel Zeit. Genau, wir sehen auf der Karte nicht, wo das Auto zu finden ist. Das sehen wir alleine an der Videosequenz. Und, ja gut, wenn man das Spiel halt kennt, dann ist es halt keine Schwierigkeit mehr, weil man weiß einfach, wo die Autos zu finden sind. Genau, wenn man das Spiel jetzt nicht so gut kennt, ja, dann ist es durchaus so, dass man die Autos eventuell nicht findet. Genau, dieses Auto haben wir jetzt direkt hier um die Ecke, das nächste. Das war übrigens der Grund, weshalb ich mit dem Taxi gerade von Hoboken aus bis hierhin gefahren bin. Ich hätte das auch auf der anderen Uferseite versenken können. Aber dann hätte mir die Zeit gefehlt, um hier schnell rüberzukommen. Und da ich aber, ja, vorhin genug Zeit hatte, habe ich die Zeit genutzt, direkt um über die Giuliano Bridge auf diese Seite zu fahren. Was irgendwie nicht funktionierte bei mir beim letzten Mal. Normalerweise könnte man das Auto hier hinstellen, aussteigen und das Auto würde automatisch runterrollen. Ja, hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Oh, das war knapp. Deswegen ich jetzt die Autos immer ans Ufer fahren muss und dann mit einem anderen Auto den letzten Stoß verpassen muss. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, ist halt so. Ich weiß nicht, ob das bei mir wieder mal ein Spielfehler ist. Ich hatte ja schon öfter hier Fehler bei mir, die eigentlich nicht auftauchen. Naja. So, das finden wir auf Central Island. Wir sind ja schon auf Central Island. Und das finden wir bei... Ja, was soll ich beschreiben? Ist so ein komisches Gebäude. Keine Ahnung. Und zwar... Ja, noch sehen wir es nicht. Zeige ich euch gleich sofort. Ja, ansonsten... Keine Ahnung, was gibt's noch? Ich habe euch jetzt eigentlich von allem berichtet. So, und zwar dieses Gebäude, was dort jetzt geradeaus auf der Karte angezeigt wird in Braun. Vor diesem Gebäude steht das Taxi. Hier. Ich weiß nicht, was es sein soll. Keine Ahnung, ob es ein Rathaus ist, ein Gerichtsgebäude. Keine Ahnung. Sehen wir das hier? Nö. Auf jeden Fall ein sehr imposantes Gebäude. Ja, dieses Taxi versenken wir jetzt am Hafen. Dort, wo wir die Mission hatten, wo wir auf den Dampfer drauf sind, um den Stadtrat zu töten. Dort werden wir mit dem Taxi jetzt hinfahren. Falsche Richtung. Oh nein. Oh mein Gott. Es könnte sein, dass es zeitlich jetzt nicht klappt. Doch, alles easy. Die einzige Schwierigkeit, die wir jetzt haben könnten, ist, dass wir jetzt kein Auto hier rechtzeitig bekommen. Wir müssen jetzt hier wieder, wenn es jetzt kein Auto richtig entgegenkommt. Verdammt. Verdammt. Da, die stauen sich. Stopp. Ach, scheiße. Ja, was machen wir? Ja, Leute, wenn das jetzt nicht klappt,
was jetzt durchaus sein könnte, dann spiele ich das jetzt nochmal neu. Da ist ein Auto. Oh mein Gott. Halt, stopp, halt, stopp. Ja, raus aus meinem Auto. Du mir auch. Nein. Okay. Gut, Leute, ich spiele das jetzt nochmal. Schneide aber ab hier. Ja, das schaffe ich nicht. Ich schneide das dann ab hier ran. Ich spiele jetzt nicht nochmal alles durch, weil ich gerade so viel geredet habe. Und das will ich nicht alles wiederholen müssen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier wieder an diesem Gebäude, wo das Taxi auf uns wartet. Und versuchen das Ganze jetzt nochmal. Zeitlich sieht es gerade eigentlich nicht so gut aus. Hatte gerade einen kleinen Unfall noch. Kann der das jetzt trotzdem schaffen? Es ist halt einfach nur Glückssache, ob wir denn jetzt gleich das Auto direkt, oder ein Auto direkt da haben. Und dass wir steigen können. Oder nicht. Daran wird es gleich liegen. Ich kann auch hier runter. Anstelle den großen Bogen da hinten zu machen. Jetzt haben wir 1,5 Minuten. Eigentlich 1,5 Minuten sind eigentlich voll ausreichend. Außer das Spiel macht uns halt einen Strich durch die Rechnung. Dann nicht. Aber in der Theorie. Oh Mann, es kommt kein Auto. Ja, komm, ich gehe jetzt schnell das parkende Auto holen. Bevor ich jetzt hier drauf warte, dass mein Auto entgegenkommt. Da kommt eins. Raus aus meinem Auto. Oder du gehst raus aus meinem. Ach, der will mich auch angreifen. Pass auf! Und zack. Upp. Ja, das ist auch schon der letzte Halt. Am Hafen von Lost Heaven. In dem Hafen kennen wir uns ja auch bestens schon aus. Haben ja einige Missionen da gehabt. Und dort wartet eine kleine Überraschung, Schrägstrich, Schwierigkeit, Schrägstrich, wenn man nicht weiß, was zu lösen ist. Und was genau es ist, zeige ich euch gleich. Ich wollte nur noch mal kurz was erwähnen, und zwar, seht mir es bitte nach, dass ich, also ihr seht ja, ich nehme das jetzt neu auf, quasi, den Teil. Seht mir bitte nach, dass ich nicht alles komplett nochmal hier aufgenommen habe. Also auch den ersten Teil des Videos, aber mir fehlt da einfach die Motivation, muss ich ehrlich zugeben. Einfach weil ich jetzt diesen Spielstand extra anlegen musste, um das hier überhaupt aufzunehmen. So, und ich habe so viel Spielzeit wieder hinter mir, musste alles im Schnelldurchgang lösen, dass ich jetzt keine Lust hatte, nochmal den Teil, die Mission am Krankenhaus zu machen. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt hier machen musste. Na, es ist in doppelter Hinsicht eigentlich ganz gut. Denn, Punkt Nummer 1. Ja, dadurch, dass ich diese Aufnahme halt einfach vergessen habe. Oder nicht, was heißt vergessen? Ja, ich habe wahrscheinlich einfach vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Aber dadurch habe ich erst überhaupt jetzt gemerkt, dass ich hier das hier nicht aufgenommen habe. Ich erzähle jetzt sofort weiter. Ich komme jetzt zu der Schwierigkeit nämlich. Und zwar sehen wir hier zwei Taxis. Aber nur eines dieser Taxis enthält die Bombe. Und zwar ist es von so aus gesehen, das linke, von Fahrtrichtung der Taxis aus gesehen, das rechte. Das ist das, was hier näher am Eingang ist vom Hafen. Wenn wir jetzt das andere nehmen würden, würden wir die Mission nicht schaffen. Das muss man einfach wissen.
Genau. Na, der andere positive Aspekt ist, ich weiß gerade gar nicht, wo in meinem letzten Video, nicht im letzten, sondern in diesem, das habe ich vielleicht auch schon im letzten erwähnt, ich weiß es gar nicht mehr, da liegt jetzt gerade ein bisschen Zeit zwischen, weil ich halt, wie gesagt, das Spiel hier nochmal neu durchspielen musste jetzt extra hierfür. Ich habe hier in meinem anderen Spielstand, ich habe da Probleme mit einer Mission. Und zwar mit der Mission bei Morellos, wenn wir den unsichtbaren Mann verfolgen müssen. Ich erzähle sofort weiter. Ja, hier, das ist das Auto, was wir jetzt gewinnen werden. Und hier können wir auch direkt schon einsteigen. Oh, ich dachte, ich hätte das Auto weiter rangefahren. So, und jetzt gehen wir mit dem Manta den letzten Schubs. So, jetzt haben wir es geschafft, haben das Bundesauto erhalten. Eigentlich brauche ich jetzt gar nicht zurückfahren zu speichern, weil ich jetzt sowieso nicht weiterspielen werde. Ja, mache ich auch nicht. Ich möchte nur kurz was erwähnen. Man hat das, glaube ich, gerade gesehen. Da fährt der Zug. Und das ist gut. Das ist gut. Und zwar bei meinem anderen Spielstand fahren die Züge irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wir brauchen halt für die Mission bei Morellos, müssen wir den Zug benutzen. Und zwar müssen wir den unsichtbaren Mann verfolgen, der dann irgendwann in den Zug steigt. Wir müssen halt mit hinterher und dann fahren wir eine Runde, dann wieder aussteigen, weiterverfolgen etc. Aber die Züge kommen bei mir nicht. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Ich habe wirklich ungelogen 15 Minuten da gewartet, bis der, oder auf den Zug, nicht bis der Zug kam, sondern ja, ich habe auf den Zug gewartet, 15 Minuten, und er kam einfach nicht. Und dann dachte ich, ja komm, ey, wenn ich so lange jetzt hier gewartet habe, wird hier keiner mehr kommen, und habe dann abgebrochen. Ja, und ich weiß nicht, warum die nicht fahren. Das heißt, die Mission bei Morellos werde ich auch auf diesen, an diesem Spielstand hier auch durchspielen. Das heißt, mir wird das Auto in meinem Originalspielstand fehlen. Aber es ist nicht schlimm, dann habe ich das aber wenigstens gelöst. Es ist ja für ja, um euch zu zeigen, was es für Missionen gibt und wie man die am besten löst oder wie auch immer. Genau, deswegen, das wollte ich euch nur noch eben gesagt haben. Ansonsten verzeiht mir bitte hier meinen Aussetzer. Oder, ja, nein, ich hatte keinen Aussetzer, den auditiven Aussetzer. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Ich werde jetzt auch darauf achten, dass die anderen Aufnahmen, dass die Audiospur immer mit aufgenommen wird. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Einschalten. Haut rein und bis zum nächsten Mal.